Wir sind jetzt für We Are Change Bern zu Bern beim Bundeshaus mit vier Damen aus Basel, die eine Abschlussarbeit, die sie gemacht haben, ihrer Lehre den Politikerinnen und Politikern übergeben in Bern. Das Thema geht um Wettermanipulation, aber ich lasse es gerade Fatima von dieser Gruppe selber erklären, was die Arbeit ist und wer sie selber sind, was sie genau für eine Ausbildung machen. Also ich bin Fatima Baumgartner. Wir kommen alle aus Basel und wir gehen in Münchenstein in die Schule und machen die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit. Das ist eine dreijährige Lehre. Und wir haben als Abschluss zu der Lehrabschlussprüfung haben wir eine Arbeit müssen verfassen und die haben wir zusammen dann als Gruppe über Wettermanipulation verfasst. Ja. Also wir haben uns einfach zusammen gefunden, weil wir alle gesehen haben, dass es uns alle vier interessiert und wir das dann mit der Zeit bemerkt haben. Und wir haben dann einfach gefunden, über das sollten wir mal eine Arbeit schreiben, wir könnten etwas dagegen machen und nicht einfach nur still zuschauen. Und haben uns dann eigentlich zusammengeschlossen und angefangen, die Arbeit zu schreiben und zu recherchieren, Sachen probieren nachweisen, Fakten auf den Tisch legen. Ja. In dieser Arbeit hat er unter anderem Wasserproben genommen von verschiedenen Orten in Basel. Mit der Begründung, der wollte feststellen, ob dort gewisse Stoffe wie Barium oder Aluminium drin sind, wo man vermutet, dass die absichtlich versprüht werden in der Atmosphäre. Was hat er da für Ergebnisse festgestellt? Wir haben festgestellt beim Regenwasserinstitut, wo wir gesehen sind, dass einige Messungen höher gesehen sind und einige weniger. Und eine Messung war in Basel im Hegenheimer Quartier gesehen, nach dem Platzregen, wo wir nachher das Wasser, also das Glas, ausgestellt haben. Und das ist, die Werte sind die höchsten von allen gesehen. Und unter anderem eben Aluminium und Barium ist denen vorgekommen, wie andere Messungen auch. Also wir sprechen hier von einem Messwert von 8 Mikrogramm pro Liter Barium und 14 Mikrogramm pro Liter Aluminium, die ihr nachweislich habt festgestellt, in diesen Messungen. Fatima, könntest du uns bitte schnell noch etwas erklären? Ihr habt dann die Ergebnisse, also die Proben von einem Institut untersuchen. Genau, ja. Und wie ist das genau gegangen, der Ablauf, die Untersuchung bei diesem Institut? Also wir haben dort angefragt, ob es möglich wäre, dass wir auf die zwei Stoffe testen könnten. Sie haben dann auch gefragt, wieso die zwei Stoffe, das sei kein Standardverfahren. Und haben dann auch wie Grenzwerte müssen ermitteln, dass man kann sagen, es ist zu hoch oder zu niedrig. Und wir sind dann dort angegangen als Schulklasse für ein Schulprojekt und haben dann eben die Analyse durchführen können. Und die haben uns klar gesagt, der Wert wird nicht nachweisbar sein. Also dass es 0,0 heisst, dass der Wert so klein ist, dass es gar nicht aufgeführt ist. Und schlussendlich waren es eben doch höhere Ergebnisse gewesen. Und aufgrund dessen haben sie uns dann nachher gesagt, ja, sie wollen nicht, dass wir ihren Namen in der Vertiefungsarbeit nennen, weil das keine anerkannte ja, also es war nicht eine angemeldete Laboranalyse, weil wir als Schulklasse gekommen sind. Wir hätten auf Deutsch gesagt, müssen zahlen, dass wir das hätten nennen können. Ja. Der hätte das sozusagen können gratis durchführen, genau, die Analyse. Ja, genau. Und nachdem sie das Institut festgestellt hat, das da hat es Werte drin, die sie nicht erwartet haben, haben sie gesagt, sie dürften den Namen nicht nennen, genau, von dem Institut. Ja, genau. Und das ist wirklich ein schweizerisches anerkanntes Labor. Es ist nicht irgendein Labor, das man anschreiben kann für private Sachen. Das ist wirklich anerkannt, ja. Fatima, was denkst du? Ihr habt jetzt die Ergebnisse vor euch. Was könnten die beinhalten? Was siehst du bei diesen Ergebnissen? Also, es ist einfach klar, dass wir in der Luft kein Aluminium und Barium haben sollten. Das sind anorganische Stoffe, die so nicht in unsere Umwelt gehören. Und dass die dann auch noch mit dem Regen oben runterkommen, mit nachweisbaren Ergebnissen, das ist sicher nicht gut für unsere Umwelt, für uns, für unseren Körper. Und dieser Sache muss man jetzt einfach nachgehen. Mit diesen kleinen Indizien, die wir jetzt ja gefunden haben, sollte man da jetzt vielleicht Sachen in den Weg leiten, dass man das klarer analysieren kann. Ja. Ihr habt jetzt die Arbeit geschrieben, ihr seid jetzt hier in Bern, ihr geht näher ins Bundeshaus. Die verschiedenen Parlamentarierinnen und Parlamentarier dort drin, werden Kenntnis bekommen von eurer Arbeit. Was erhofft ihr noch von ihnen? Was sind eure Ziele? Was muss gemacht werden? Ich finde auf jeden Fall, nach dieser Arbeit, wo wir auch
Fakten, Indizien können aufzeigen können, finde ich, liegt es an ihnen, dass sie auch etwas machen, dass sie uns ernst nehmen als Volk, weil wir uns auch damit beschäftigen. Und ich finde auf jeden Fall, dass sie jetzt auch Luftanalyse oder sonstige Sachen sollen durchführen sollen, damit uns als Volk auch wirklich klar wird, wieso Aluminium und Barium in unserer Umwelt ist, weil das ist normalerweise nicht so. Morgen, wie wir sie heute hinterlassen, wo Flüsse nicht mehr fließen und Bäume nicht mehr wachsen.